Hey Martin, ich habe mir gedacht, wollten wir nicht eigentlich eine Digi-Stammtischgruppe gründen, damit wir auch außerhalb von unseren Treffen in Kontakt bleiben können und Fragen stellen können? Ah, sicher, meine E-Mail-Adresse ist... Wir wollten eine WhatsApp-Gruppe gründen. Ah, ich habe aber kein WhatsApp, ich habe nur Signal. Ah, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten zur Kommunikation. Die Vorteile von Messenger-Diensten wie WhatsApp, Signal, Threema, Telegram und noch einige mehr sind die schnelle Kommunikation und die Möglichkeit, Gruppenchats einzurichten. Außerdem kann man Fotos und Videos schnell teilen, auch mit einer ganzen Gruppe an Personen. Im Gegensatz zu SMS oder MMS gibt es keine Begrenzung, wie viele Nachrichten im Handytarif inkludiert sind. Man braucht allerdings eine Internetverbindung, um die Dienste nutzen zu können. Übrigens kann man diese Dienste nicht nur auf dem Handy, sondern zumeist auch auf dem PC nutzen. WhatsApp ist zwar immer noch der beliebteste Messenger, seit einigen Jahren setzen sich aber immer mehr Alternativen durch. Gründe für diese Alternativen können eine bessere Verschlüsselung oder mehrere oder andere Funktionen sein. Auch E-Mail ist immer noch ein weit verbreiteter Kommunikationsweg. Es ist ebenfalls schnell, praktisch und unkompliziert. Auch Mailprogramme kann man sowohl am Computer als auch am Smartphone benutzen. Wenn man regelmäßig E-Mails an mehrere Personen versendet, kann man ebenfalls Gruppen, sogenannte Mail-Verteiler, erstellen. In Outlook zum Beispiel heißen diese Verteiler Kontaktgruppen. Man kann sie unter Personen, neue Kontaktgruppen, Mitglieder hinzufügen, erstellen und aus dem eigenen Adressbuch Personen für den Verteiler auswählen. Eine weitere Kommunikationsmöglichkeit im Internet ist das Forum, vormals auch Newsgroup. Ein Forum ist dabei ein virtueller Platz, wo Gedanken und Meinungen ausgetauscht werden. In Foren kann man auch ältere Posts und Kommentare durchlesen, da diese archiviert werden. Foren haben normalerweise eine Moderatorin, einen Moderator, die oder der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden und niemand beschimpft oder beleidigt wird. Im schlimmsten Fall werden Posts sonst gelöscht oder die Nutzerinnen aus dem Forum ausgeschlossen. Vielleicht können wir auch ein Digi-Forum gründen. Ich glaube, eine Signal-Gruppe reicht fürs Erste. Passt, ist auch okay. Ich schalte halt die Benachrichtigungen ab. Das kann sehr schnell kippen und man verliert die Übersicht. Das ist wirklich nervig. Gibst du mir noch schnell deine Telefonnummer? Dann erstelle ich gleich die Gruppe.